Recht herzlich willkommen zur 14. Folge von City Skylines. Ja, sind wir hier im Spiel drinne und wir müssen noch ein bisschen aufräumen, glaube ich. Das hatten wir letztes Mal nicht gemacht. Nehmen wir mal gerade den Bagger und machen hier hinten noch das. Glaube, der ist es. Genau, und hier war auch noch irgendwo einer. Okay, da zoomen wir mal ein bisschen besser ran. Ja, das Eckhaus hatten wir letztes Mal gemacht, jetzt haben wir das gemacht. Auch nicht so schön, ne? Kommerz sollte noch mehr werden, steht da. Wir haben ja letztes Mal hier die Straßen alle gebaut. Und da sollten wir vielleicht mal gerade nach Wasser... Ne, Wasser haben wir noch gemacht, oder? Ja, Wasser ist passend. Ach so, den Park. Der Park war das allerletzte hier. Also jetzt nicht vom Park her, sondern ne, was wir gebaut haben. Der hat aber auch Wasser und der hat auch Strom. Da war ja erst das Zeichen, dass er keinen Strom hat. Gut, klicken wir mal gerade rein. Kein Besucher. Okay, naja, der ist auch gerade neu, ne? So, der Kommerz läuft hier, aber den können wir ja auch weiter ausbauen. Der möchte ja auch ausgebaut werden, wie wir sehen. Und das hatten wir ja hier schon. Das wird ja unser Einkaufsviertel in Anführungsstrichen. Hier sind noch so kleine Zonen, die kriegen wir auch noch hin. Und hier auf jeden Fall auch das Grundstück lasse ich mal frei. Vielleicht machen wir da irgendwie noch eine Straße rein. Und das können wir definitiv auch machen. Da ist auch noch was. Ja, hier ist wegen der Kreuzung schon wieder zu überlegen, das nicht zu machen. Da wird es auch schon schwierig. Ich glaube, hier führen wir keine Straße erst weiter. Ja, das wird dann nicht gehen, dann machen wir das da auch. Ja, schön wäre es, diese Straße da weiterzuführen. Das haben wir extra freigelassen. Wie sieht es woanders mit Kommerz aus? Hier auf der Ecke läuft ja auch noch Kommerz. Ich erweite den mal noch ein klein bisschen in die Richtung. Und hier sind da noch Grundstücke. Ne, haben wir ja ausgewählt. Da sind keine Grundstücke bei dem Stück. Okay. Immer ist es am Jingeln. Was macht eigentlich unser Quirkel oder wie auch immer heißt? Quirki. Der sagt da nämlich mal ganz viel und ich habe das nie angeguckt. Rauchmelder gerettet. Da ist einer joggen gewesen. Urlaub verlängert. Da wird schon einer die Blumen gießen. Kostenlose Rauchmelder. Stromausfall hatten wir. Da müssen wir gleich nochmal nachgucken. Na, das mit dem Blumengießen, das ist ja auch so interessant. Die durchsichtigen Plastikjacken sind bestimmt auch sehr schön. Feuermelder. Das ist die grüne Energie. Das war die Offshore-Anlage, denke ich mal. Plastikjacken-Blödsinn. Nochmal. Katze. Und dann haben wir es schon durch. Okay, dann sind die auf jeden Fall weg. Stromtechnisch müssen wir nochmal gerade gucken, ne, wie das ist. Okay, da sind wir tatsächlich schon wieder am Limit. Wir können uns aber hier noch weiteres leisten, denke ich mal. Da stellen wir doch mal so ein zweites Teil da ins Meer, ne? So, dahin 20 Megawatt. Tut sich da auch was? Dreht sich noch nicht, deswegen. Jetzt tut sich aber was. Okay, dann haben wir auch wieder Strom. Sieht auch schick aus, ne? So, hier die Idee immer noch von dem Michael Friedrich mit der Müllverbrennungsanlage. Jetzt wird wieder Wohnraum gebraucht. Sollten wir vielleicht nochmal einsteigen hier. Können wir uns ja hier auch hinbauen. Ich bin jetzt am Überlegen, hier diesen noch ein bisschen freizulassen, wegen irgendwelchen anderen Sachen, Polizei oder Arzt oder sowas. Entschuldigung. Also hier können wir definitiv Wohnraum machen. Auf der Seite. Und das wollten wir noch freilassen wegen der Straße. Jetzt habe ich die Karte gedreht, das wollte ich aber gar nicht so sehr. Und hier geht's auch noch weiter. Da, 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 dort. Ach, guck mal, da ist noch was, was wir gar nicht mit erwischt haben. Da können die überall Häuser bauen. Das lassen wir frei. Das machen wir noch. Und hier lassen wir noch frei. Wer weiß, ob ein Park oder sowas vielleicht dahin kommt. Dieses Stück machen wir auch definitiv. Na komm, das können wir auch noch hier machen. Da ist auch noch ein Zweierfeld. Oh, guck mal, das ist ein Einzelfeld sogar. Gut, das passt. Jetzt schreit schon wieder der Kommerz. Die wollte ich, wie gesagt, freilassen. Das können wir auch machen.
Und das machen wir auch. So, das ist doch gut, oder? Die Seite können wir auch machen. Da sind nur Einzelfelder. So, die können alle einziehen. Der Kommerz möchte noch was mehr. Das kriegen wir auch hin, aber ein bisschen anders machen wir das dann. Das machen wir... Oh, das war ja falsch, ne? Also Rechtsklick kann man das auch schön wieder wegmachen, ne? Ich hätte nur da umgestellt, die Größe umgestellt, aber nicht hier, ne? Und da wollten wir reinfahren. Ja, weiß ich auch noch nicht. Das müssen wir später machen. Das funktioniert jetzt noch nicht. Hier haben wir noch ein bisschen Kommerz. Das können wir noch ausschöpfen. Hier kann ein Zeitungskiosk für einen Park hin, ne? Und auf der Ecke machen wir das auch noch. Da sind noch zwischendrin ein paar Felder, die ich sehe. Ich dachte, die wären alle ausgefüllt, aber ist wohl nicht so, ne? Da fehlt auch noch einer. Okay, da ist noch was mit Straße zu machen dann. Oh, da bin ich jetzt gespannt, ob das ein Zeitungskiosk ist, ne? Wollen wir mal gucken. Im Bau noch. Okay, komm, werd fertig, ihr würdet sehen. Oh, Wasserprobleme haben wir. Rauchmelder haben wir schon von gesprochen. Wir haben nicht richtig, wie viel Müll sich in der Woche ansammelt. Okay, das müssen wir auch nochmal angucken, klar. Grüne Energie. Holzindustrie bedankt sich schon wieder. Auch schön. Und gucken, kleines Café, das passt ja wunderbar direkt da an den Park. Gut, Müll. Müll ist noch ein Problem, genau. Da hatten wir hier ein neues Depot gemacht. Das ist schon zu 34% voll und das war ja ganz voll, ne? Ja. Das verrottet auch nicht so ganz langsam von alleine, das ist auch schade, ne? Kein Platz mehr, okay, das ist das Zeichen dafür. Oh, hier ist das Wasserproblem. Gut, dann mal schnell hier hin. Und einschalten geht da. So, jetzt haben wir auch das zweite. Der freute sich gerade nicht, weil da jetzt der Lärm von der Pumpstation zukommt. Stellt sich hier natürlich noch die Frage, wie das mit dem Abwasser ist. Ja, das heißt, Abwasser muss genauso gut dann noch gemacht werden. Würde ich aber grundsätzlich irgendwo lieber hier unten jetzt machen, weil wir hier ja auch... Ne? Die Geschichte haben mit dem... Ne? Sag schon. Ziehen wir mal ganz einfach darüber. Ist jetzt angeschlossen dann? Nee, hat nicht ganz geklappt. Jetzt hat's, glaub, geklappt, oder? Die haben noch ein Wasserproblem da. Ich glaube, das machen wir mal so. So, die sollten kein Wasserproblem dann mehr langsam haben. Das ist alles wieder im grünen Bereich hier. Was wir da natürlich machen könnten, wenn wir nicht viel bauen, kann man ja im Budgetbildschirm hier auch vermindern. Ich glaube, das würde kein Problem machen, weil eigentlich jetzt hier, okay, das ist stark reingehauen im Endeffekt, aber man sieht, wir können das prozentual runter machen, dann haben wir keine Überkapazitäten. So, sag ich mal. Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder husten musste. Langsam muss aber mit dem Husten auch mal besser werden. Die Erkältung, ne, ist vorbei. So, habt ihr gesehen, ne? Können das nochmal hier öffnen. Dann ist wieder im grünen Bereich. Nur wenn man wieder baut, muss man das natürlich auch hochziehen, ne? Aber eigentlich sieht das doch ganz locker hier jetzt aus. Gut. Wie sieht's hier aus? Der Kommerz möchte wieder wachsen. Das heißt, den Kommerz machen wir auch hier hin. Die Straße daran ist schon okay.
Eine gerade Straße will ich nicht. Ich möchte so freie. Und was war das? Gebogene Straße, ne? Okay, die biegt sich dann am Ende so. Obwohl das ja auch cool ist, wie so ein Kreisverkehr, ne? Aber richtig gefallen tut's mir nicht. Nee, nee, machen wir so. Dann macht er das so. Nee, das will ich auch nicht so wirklich. Hier wollten wir noch mal in der Straße rein, aber ich denke, die ziehen wir mal so mehr in diese Richtung. Die kommt dann am Ende. Na, irgendwie gefällt mir das da jetzt gerade nicht. Da könnten wir. Nee, Stichstraßen sind doof eigentlich. So machen wir das erstmal. Und dann vielleicht so. Nee, das machen wir jetzt weg. Und würde ich sagen, bis dahin und dann darüber. Da müsste ein Haus dran glauben. Na, da gibt es aber eine Zwischenstation, wo keins dran glauben muss. Da. So, das lassen wir mal so. Dann hier rüber. So. Können wir auch wegmachen. Nicht wieder so. Dann hier rüber einmal. Und die Straße will jetzt nicht so, wie ich möchte. Das finde ich aber auch nicht so toll jetzt. Vielleicht so. Das würde nicht gehen. Das sieht ganz interessant aus und das ist auch okay. So, hier müssen wir ein bisschen mit dem Bahndamm aufpassen dann, wie das mit den Zugverbindungen wird. Und da so rüber. So, passt. Dieses lassen wir mal hier ein bisschen frei für den Zugverkehr, der kommen könnte. Und dann haben wir schon ein bisschen abgeschlossen. Ah ne, hier ist noch eine Straße. Die führen wir mal noch hier weiter. Ja, die machen wir mal hier so hin. Das ist eine gute Idee. Die wird dann da nachher rübergehen. Und die ziehen wir einfach darüber. So, diese Sackgasse wird nachher hier rüberführen und hier werden wir das irgendwo auch noch machen auf der Seite. So, jetzt möchte der Kommerz aber mehr Fläche haben. Das soll auch so kommen. Das war jetzt nicht der Kommerz, sondern das. Okay. Hier sind noch kleine Fältchen, die wir auch mitmachen müssen. Interessant, wie da auch irgendwelche Felder immer sind. Weiß ich nicht, wie das zustande kommt. So. Das auch noch, das auch noch. Diese auch. Hier will ich auch erstmal ein bisschen freilassen. Vielleicht kommt da noch irgendwas Besonderes hin. Nachher haben wir wahrscheinlich die Warnung, dass da, sag schon, was fehlt. Wasser und sowas, ne? Kommt dann bestimmt. So, das haben wir auch. So, der Kommerz ist erstmal befriedigt. Jetzt kommt allerdings schon ein bisschen die Industrie ins Spiel wieder. Und die würde ich sagen, gucken wir, dass wir die nächste Mal hier am Rand machen, aber jetzt noch nicht, glaube. Gut, jetzt holen wir gerade nochmal den Bulldozer raus. Der weg. Der weg. Ist nur da hinten irgendwo was? Wahrscheinlich. Nee, noch nicht mal. Ich hätte jetzt gedacht, in unserem Industriegebiet ist ein Problem. Gut. Das sieht alles ganz prima noch aus.
Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.